auf Balkonia, ja auf Balkonia, bei mir zu Haus. Man mag es kaum glauben, auch in Vorpandemiezeiten gab es Menschen, die im Sommer lieber die heimische Idylle genossen haben, statt wegzufahren. Ob nun wie Heinz Eckner 1976 auf dem Balkon oder im eigenen Garten 1982. Mit Kind und Kegel im Garten. Ist das Ihr Urlaub dieses Jahr? Das ist in diesem Jahr unser Urlaub, ja. Wir waren, wie gesagt, im letzten Jahr dreimal in Urlaub gewesen. Einmal 14 Tage Mallorca, 14 Tage Sylt und eine Woche Harz. Und da haben wir uns gesagt, in diesem Jahr bleiben wir mal zu Hause. Mhm. Zukommt natürlich, dass wir in solchem Wetter ist wie heute, ist sowas natürlich ideal. Bei strahlendem Sonnenschein im sonst verregneten Norddeutschland, da bleibt man doch gerne zu Hause. Für manche Bremer hatte der Urlaub auf dem Balkon aber auch ganz pragmatische Gründe. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Wir haben nämlich mehrere Kinder und dadurch ist es schlecht wegzufahren. Finanzen. Geld fehlt. Mhm. Vor 3 Jahren waren wir in Heiligenhafen. Also da konnte man sich das noch leisten. Aber jetzt kostet das Unmenge Geld. Im Sommer vor 40 Jahren blieb man also wegen der gestiegenen Preise zu Hause. Aber der Urlaub so hat auch eindeutig seine Vorzüge. Man kann sich eben so das gestalten, wie man es gerne möchte. Zum Teil ist es erholsamer, als wenn man die Strapaze mit dem Ausland auf sich nimmt. Wenn man das so in den Medien sieht, dann vergeht einem das zu verkleiden. Doof nur für die Menschen, die keinen eigenen Garten oder Balkon haben. Dann heißt es ab an den Badesee oder drinnen Sonnenbaden. Die Südseite sozialer Architektur, die Costa Brava der braven kleinen Leute, wird in diesen Wochen wieder zum Schauplatz eines erbitterten Stellungskrieges um einen Platz an der Sonne. Und wem das zu wenig Natur ist, der muss sich Alternativen suchen, zum Beispiel einen Kleingarten. Nur war der schon 1973 nicht so einfach zu bekommen. Guten Tag, ist dort das Liegenschaftsamt? Sagen Sie, kann man bei Ihnen einen Kleingarten mieten? Ach, Sie sind auch nicht zuständig. Ja, mein Gott, wo geht man denn da hin? Im Glück sind also offensichtlich alle die, die sich das kleine Paradies gleich mitmieten und selbst fürs Mittelmeer-Feeling sorgen. Das sind Zitronenbäumchen, sind das da. Die habe ich mir mal selbst mal vor ein paar Jahren da reingesteckt. Fühlen sich ein bisschen wie in Italien mit den Zitronen. Ja, genau. Das versetzt einen da so ein klein wenig dann da rein. Aber. Na also, man bleibt also zum Urlaub zu Hause, ohne Abstriche und mit Erholung. Im nächsten Jahr können wir es dann alle Heinz Eckner gleich tun. Dieses Jahr was Neues ausgedacht. Ich mache Urlaub auf Balkonia, ja auf Balkonia, bei mir zu Haus. Fahren all die anderen nach Italia. Ich bleibe hier und ruh mich aus.